Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ostwind, Aris Ankunft. Ich bin Mr. Cutter4, das plänes Kaninchen, und wir sind offensichtlich im Komatraum von Mika. Denn gut Kaltenbach ist zu Gefängnis Kaltenbach geworden. Und ich habe gesehen, dass wir hier jetzt einerseits eine Nebenmission hier relativ in der Nähe haben, mit einem unbekannten Ort, aber hier drüben auch nicht weit entfernt, beim Türstar Pferdezentrum, ist eine aktive Bogenschützen-Herausforderung. Das sind ja hier diese Poster für die Bogenschützen, für die Schießplatz-Herausforderungen, wo wir das hüpfende Kaninchen schon gemacht haben. Und ich würde sagen, da gehen wir doch jetzt mal als nächstes hin. Ich habe die Äpfel geholt, ich habe hier noch zwei Hunde gefunden, die ich ein bisschen gestreichelt habe. Warum nicht? Mitten in der Nacht ein paar wilde Hunde streicheln, kommt immer gut. So, du bist noch satt, das ist gut, wir haben 5 Äpfel. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erst einmal, wir reiten. Reite ich in die richtige Richtung? Ja. In diese ungefähre Richtung müssen wir jetzt reiten. Da hinten irgendwo scheint ein nächstes Poster zu sein. Ich bin ein bisschen dankbar dafür, dass sie die Poster anzeigen. Wie springe ich eigentlich nochmal? Ich kann da bestimmt auch automatisch... Ah ja, so springe ich. Weil der springt immer bisher automatisch, weil ich zu... Weil ich nicht wusste, welche Taste das ist. Aber glücklicherweise sind die Poster auf der Karte markiert. Das macht es natürlich sehr... spielerfreundlich. Wir gucken uns wieder um, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch etwas finden. Ah, das ist eine Vogelscheuche. Zum Beispiel sowas. Und aber warte, bevor wir die Vogelscheuche... Warte, ich muss die Vogelscheuche fangen, bevor sie abhaut. Piu! Ha, schafft. Was ist das da hinten für ein seltsamer Ort? Ich weiß nicht. Ich will erstmal die Hütte nochmal anschauen, was das für eine Hütte ist. Aber erstmal holen wir den magischen, bösen Hut hier. So, sehr gut. Ja, Krähe. Ja. Wir haben den bösen Hut vernichtet. Jetzt hast du wieder ein bisschen Frieden. Was haben wir denn hier für einen interessanten Ort? Ist das überhaupt ein interessanter Ort oder ist das einfach nur ein Ort? Das sind ja die beiden Sorten von Orten, die es gibt. Interessante Orte und Orte. Das scheint ein Ort zu sein. Auch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ostwind, ich komme! Hüpf. 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 So, weiter. Aufsteigen. Und weiter geht's. Der Bogenschützen-Herausforderung entgegen. Oh, da kommt eine Straße und ein Fluss. Also, ein bisschen langsamer. Anhalten. Halt. Und wir gucken nach links. Wir gucken nach rechts. Wir gucken wieder nach links. Und jetzt ganz schnell rüber. Hier oben ist nichts, was wir jetzt noch sehen würden, aber hier kommt jetzt offensichtlich dieses Pferdezentrum. Und da ist auch die Herausforderung, da wird sie markiert. Und ich glaube, da gehen wir am besten ohne Ostwind hin. Ich glaube, das ist besser, wenn wir hier ohne Ostwind sind. Wer weiß, was da für böse Gefahren lauern. Ostwind, du bleibst hier und beschützt den Perimeter. Wir gucken uns innen um. Okay? Gut, los geht's. Wir trennen uns auf, Ostwind. Das sieht alles leer aus. Kann ich da oben rauf? Wie cool. Yay. Ach, das ist so eine... Oh, Katze. Eine Anlage, wo man zugucken kann, wie Pferde um ihr Leben springen. Ja, hohe Hürden. Natürlich nie um ihr Leben. Angeblich hat es nur Spaß. Dann ist das ja gut. Wenn sie da auch Spaß haben, dann ist ja gut. Wo geht's hier hinten eigentlich lang? Komm ich hier... Geheimnisse, Geheimnisse! Mögliche Geheimnisse überall hier. Zum Beispiel ein Klo. Ein Dixi-Klo. Zwei Dixi-Klo. Aber ich muss da drüben hin. Da scheint das Poster zu sein. In diesem Scheinwerfer, in dieser riesigen Flak-Scheinwerferanlage scheint das Poster zu sein. Alles gut, Ostwind? Keine Gefahren? Sehr gut. Hier ist auch alles in Ordnung. Alles ruhig bisher. Oh, doch nicht an dieser... Da leuchtet was. Das scheint das Poster zu sein.
Nehmen wir das mal mit. Aha! Herr Kahn hat eine weitere Aufgabe für uns. So viele Aufgaben. So viel zu tun und so wenig Zeit. Was sind das für komische Häuser? Das scheint alles nur eine Attrappe zu sein, was jetzt irgendwie noch mehr bestätigt, dass das nur ein Koma-Traum ist. Deswegen sind die Häuser so leer und offen, weil man im Traum natürlich immer nur Dinge... Okay. Dazu sage ich nichts. Das würde es nur realer machen, also lassen wir das. Oh, das ist noch ein Baum. Aber, oh, das sind noch zwei Apfelbäume, aber das ist auf der anderen Seite der Straße. Ich würde die gerne markieren. Kann ich die vielleicht einfach einmal anhitten, damit ich weiß, dass da so ein Baum ist? Wird der jetzt auf der Karte markiert? Nein, natürlich nicht. Schade. Dann nicht. Aber wir haben genügend Äpfel. Wir brauchen keine weiteren Äpfel. Geradi. Wir könnten ja auch welche essen. Äpfel sind lecker. Aber vermutlich ist Ari eher so für Schnitzel oder Chicken Nuggets oder Pommes oder irgendwie sowas. Ich gucke, ob hier noch irgendwelche Graffiti sind. Böse Leute könnten hier Graffitis an die Wände geschmiert haben, wenn das alles so leer ist. Oder an diese riesigen Lärmschutzwände. Aber es sieht nicht danach aus, als wären die Lärmschutzwände beschmiert worden. Eine vernünftige Gegend. Eine sehr vernünftige Gegend, wie es scheint. Warum stehen da Autos auf diesen... Warum stehen da Autos? Okay, ich will es gar nicht wissen. Wird schon seinen Grund haben. Gucken wir mal in diese Richtung. Hier drin ist nix. Hätte ja sein können, dass sie dahinter was versteckt haben. Haben sie nicht? Oh, da sind noch Hotte Hüs. Hier sind ganz viele Hotte Hüs. Kann ich euch streichen? Komme ich da drauf? Komme ich da? Da komme ich drauf. Kann ich euch alle streicheln? Mitten in der Nacht wilde Pferde streicheln. Streicheln! Ja. Braves Pferdchen. Vor allem, dass es nicht wegläuft, obwohl das alles offen hier ist. Euch scheint es ja gut zu gehen, wenn ihr hier bleibt. Freiwillig. Ah, die kann ich noch von außen streicheln. Aber euch hier drinnen, die kann ich so streicheln. Ja. Bald haben wir alle Punkte zusammen, um der Tierstreichelmeister von ganz gut Kaltenbach zu werden. Stufe 2 haben wir schon erreicht. Die Tiere lieben uns schon. Ich weiß, was danach kommt. Sie vergöttern uns. Ari? Ari? Offensichtlich wirklich nur ein Koma-Traum. Miep. Hilfe? 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 Was mache ich denn jetzt? Okay, ich glaube, wir haben einen Bug gefunden. Ich glaube... Oh mein Gott, wir können in Aris Kopf gucken. So sehen Augen von innen aus übrigens. Falls ihr mal wissen wolltet, wie Augen von innen aussehen. So sehen Augen von innen aus. So. So sehen auch eure Augen aus. Genauso. Der Kopf ist ganz leer und man sieht nur vorne die Augen, die da sind. Genauso sieht es in jedem Kopf aus, außer in meinem. Gut, ich würde sagen, wir können bis zum letzten Lagerfeuer
dann muss ich ja all... Ernsthaft? Muss ich alles nochmal machen? Nein. Gut, wir haben... Wir haben, glaube ich... Genau, wir haben nur die... Ah, okay, wir haben nur die Entfernung verloren, aber nicht die Story. Gut, ich speichere trotzdem mal. Sicher ist sicher. Und dann reiten Ostwind und ich mal zum... Wo sind wir eigentlich jetzt? Bin ich ja wieder komplett woanders? Ah, okay. Ich wollte nämlich zum einen dorthin und hierhin. Dann würde ich sagen, wir reiten erstmal hierhin. Das liegt ja auf dem Weg. Und dann schauen wir, was Herr Kahn da für eine Aufgabe für uns hat. Falls überhaupt Herr Kahn ist, der eine Aufgabe für uns hat. Oh Gott, stopp. Fast über die Straße wieder geritten. Also, halt. Bleib stehen. Wir gucken nach links. Ich meine, es ist jetzt Tag. Wir gucken nach rechts. Wir gucken wieder nach links. Und dann ganz schnell rüber. Ja. Durch den Fluss, über das Feld. Bin ich in der richtigen Richtung? Ein bisschen weiter nach rechts. Und dann gib'n Wecker. Go, Ostwind! Go, lauf! Ja! Durchs Gemüse! Gibt's Fallschaden? Müssen wir aufpassen, wo wir jetzt im Wildfeld ein bisschen unsere Lebensenergie gegeben haben. Nicht, dass wir bald nicht so Fallschaden mal sterben. Siehst du, genau das passiert nämlich, wenn man zu viel Fallschaden bekommt, dann bleibt man an unsichtbaren Pflanzen hängen. Genau sowas passiert. Wundervoll! Jawohl! Das war wundervoll. Ach, da war nichts mehr. Oh Gott, wir sind über den Stein gehüpft. Gutes Timing. Dankeschön. Bin ich hier? Das ist doch das alte Gehege von... Ostwind, ja. Das ist Ostwinds altes Gehege. Ballonjagd? Warte mal. Erstmal baut Ostwind offensichtlich eine Stärkung. Na? Nach dem Ganzen brauchst du erstmal eine Stärkung. Und dann... Ballonjagd? Hallo, Herr Kahn. Bevor ich zu dir komme, ich habe hier noch eine gefährliche Vogelscheuche entdeckt, die jetzt schon wieder verschwunden ist. Seht ihr, so ist das mit den Vogelscheuchen. Guckt man einmal nicht hin, zack, sind sie weg. Da war sie wieder. Da versteckt sie sich irgendwo. Irgendwo dort oben versteckt sie sich. Gleich taucht sie bestimmt auf und springt uns an. Bösen Vogelscheuchen. Weil sie ja nicht dafür können. Sie sind ja nur unter dem Einfluss des magischen, bösen Vogelscheuchenmonds. Wo sind die denn? Also ernsthaft? Ich sehe sie nicht mehr. Jetzt ist sie wieder verschwunden. Tja, so geht das halt, ne? Jetzt ist sie wieder... Jetzt überfällt sie irgendwo wieder andere Leute. So kann es gehen, so kann es gehen. Dann gucken wir, was Herr Kahn für eine Ballonjagdaufgabe für uns hat. Kann ich auch sprinten? Weiß, die Vogelscheuche ist jetzt vor uns? Ist sie das da? Da, sie versteckt sich, sie will Herr Kahn angreifen. Wir müssen sie da aufhalten, bevor sie Herr Kahn angreift. Huh, das war knapp. Sie war schon ganz nah an Herr Kahn dran. Ja, Herr Kahn. Ari, schön, dass du hier bist. Hallo, Herr Kahn, wie geht es Ihnen? Sie sehen besorgt aus. Ach, alles in Ordnung eigentlich. Aber ich habe etwas wirklich Erschreckendes auf meiner Wanderung übers Land gesehen. Vogelscheuchen, ich auch. Mit bösen magischen Hüten. Was haben Sie gesehen? Nun, warst du schon mal bei den großen Windanlagen im Norden? Da gibt es ein Umspannwerk. Und irgendwie ist da alles voller Ballons. Muss wohl irgendeine Party gewesen sein, aber das kann wirklich gefährlich sein. Wie können Luftballons denn gefährlich sein?
Wenn die in die Stromleitungen fliegen, können Funken entstehen. Und wenn diese Funken die trockenen Bäume erreichen, dann können diese Feuer fangen. Und dann kriegen wir es hier nämlich mit einem Waldbrand zu tun. Das müssen wir verhindern, vor allem, weil ich mein Haus nicht woanders hinstellen will. Ich würde es ja selber machen, aber ich bin zu alt, um auf Bäume zu klettern. Bleiben Sie einfach hier, Herr Kahn. Ich kümmere mich drum. Wozu hat man denn einen Bogen, wenn man da nicht mit 99 Luftballons abschießen kann? Was? Das ist ein Spiel voller Anspielungen. Das ist ein... Die sind so viele Anspielungen auf... Das ist so toll. Nena, los geht's. Danke, Ari. Reite zu dem Umspannwerk und schieße die ganzen Luftballons runter. Ach, und pass auf, dass du nicht das Umspannwerk selbst triffst. Ja, genau. Das mit unseren Pfeilen können wir das nicht kaputt machen. Kann ich denn theoretisch... Ostwind, komm mal ganz kurz mit. Ist es dann möglich, dass ich dich hier vielleicht ein wenig fliege? Wenn wir jetzt hier eigentlich... Das ist ja deine Koppel. Hier drinnen hast du ja immer... Hast du ja immer, da haben wir uns ja dann um dich gekümmert. Ist das noch möglich? Kann ich mich hier noch um dich kümmern? Warum ist da ein Boxer? Ich kann mich offensichtlich nicht mehr um dich hier kümmern. Na gut. Wo genau müssen wir hin? Wo genau ist jetzt diese Ballonjagdaufgabe? Reit ins Umspannwerk. Das ist ganz weit im Norden offensichtlich. Ach, da waren wir gerade. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann reiten wir dahin. Auf geht's. Auf zum Umspannwerk. 99 Luftballons müssen... vernichtet werden. Ist das in diese Richtung? Ist das die richtige Richtung? Das ist die richtige Richtung. Guter Sprung. 1600 Meter. Los. Reite wieder Wind. Wieder Ostwind. Haha. Wieder eine Sprungmöglichkeit. Da können wir vielleicht ein bisschen Energie wieder aufladen. Hüpf. Gut gemacht. Sehr gut, Ostwind. Muss aufpassen. War hier nicht irgendwo eine Straße? Kam hier nicht irgendwo eine Straße? Ja, hinter dem Fluss, ne? Hinter dem Fluss kam eine Straße. Wir reiten durch den Fluss. Ja. Warte, 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 warte. Hier kann noch eine Straße gleich. Da oben kommt noch eine Straße. Da. Erstmal müssen wir einen Weg finden, um rüberzukommen. Da kommen wir rüber. Aber erstmal... Stopp, 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 stopp. Ostwind hat Hunger. Außerdem wollte ich gar nicht absteigen. Na, macht nichts. Da, ein leckerer Apfel. Bravo, Ostwind. Ja, ne? Das schmeckt ja, ne? Was geht mit deinen Händen? Was ist mit deinen Händen kaputt, Ari? Im ersten Teil konnten wir uns ja wirklich um Ostwind noch kümmern. Da mussten wir ja dann seine Hufe fliegen und ihn striegeln. Und wir gucken nach links. Wir gucken nach rechts. Wir gucken wieder nach links. Ja, ist mal ein bisschen Gras. Warte mal ganz kurz, bis du aufgegessen hast. Hast du aufgegessen? Sehr gut, dann geht's weiter. Nicht stehen, nicht auf der Straße stehen bleiben. Ostwind ist gefährlich. So, nach 1 Kilometer... Geben wir ein bisschen Gas. Und damit sie schnell hinzukommen. Wir haben ja noch ein paar Äpfel. Und hier sind noch weitere Äpfel. Halt! Halt, 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 halt. Hier sind ja Äpfel. Dann können wir was für ein erstmal noch einen weiteren Apfel geben. Denn da hingen 3 Äpfel. Das habe ich schon gesehen. Ja, lecker, ne? Die sind lecker, die Äpfel. Einen haben wir abgeschossen. Komm, 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 wo bist du? Bist du runtergerollt? Physik! Und dann sind da noch weitere Äpfel. Da. Und da. Warte, 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 Apfel. Ja. Ja. Wir haben die Äpfel. Weiter geht's. Oh, da ist schon wieder eine Straße. Meine Güte. Was für eine vielbefahrene Straße. Also eigentlich gar nicht vielbefahren, aber was für eine... bestraßte Gegend hier. Muss aber da oben lang, glaube ich. Also. Stehen bleiben, Ostwind. Halt. 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 Wir gucken nach links. Wir gucken nach rechts. Gucken wieder nach links. Und schnell rüber. Jo. Und jetzt durch den dunklen Wald. Durch den düsteren Wald hindurch. Dinge dort wohl lauern?
Ist das überhaupt ein Wald? Zeig mal ganz kurz. Ja, das ist ein Wald. Das ist, wie heißt der? Der dunkle Wald. Komm, wir reiten mal schnell durch den... Okay, wir reiten nicht durch den dunklen Wald. Wir reiten in einen Felsen. Ostwind. Ostwind hat Angst vor dem dunklen Wald. Das verstehe ich. Ich möchte in den dunklen Wald gucken. Wir haben noch 500 Meter eigentlich. Aber... schnell einen Blick hinein in den dunklen Wald. Wir sind bewaffnet. Nichts kann uns aufhalten. War das? Was war das da hinten gerade? Ich hatte was bewegen sehen. Ich habe ein bisschen Angst. Sieht aber schon schön aus hier. War das der dunkle Wald oder war das woanders? Oh, der dunkle Wald ist rechts von uns. Dann waren wir gerade drin, scheinbar. Das ist der dunkle Wald. Der ist ja nicht sonderlich dunkel. Also da habe ich jetzt Schlimmeres vorgestellt, muss ich gestehen. Oder war ich da noch gar nicht richtig drin? Warte mal. Also. Müsste jetzt ja hier nach... links lang vermutlich, um den dunklen, dunklen Wald zu kommen. Ist das der dunkle Wald? Ist jetzt rechts. Hier. Und dann wieder rechts, oder? Ja. Hier. Und das ist jetzt der dunkle Wald, oder? Nee, noch nicht. Jetzt ist sie dunkel. Das hier ist der dunkle Wald. Doch, da waren wir ja gerade. Naja, dunkel ist auch Ansichtssache, würde ich jetzt mal so sagen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal spielen wir Nina. Und Austin und ich, wir setzen uns hier noch einen kleinen See und genießen ein bisschen die Zeit. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!